Weiter geht es mit einer neuen lootgierigen Folge The Last of Us Part 1. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz greedy mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft, bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ey, da drüben kloppen sich zwei Hunde. Just saying. Was? Ich wollte Eiswagen-Stories. Ein Flutschfinger, bitte. Was gibt's denn hier so alles? Ein Apple Poop, ein Berry Slice, ein Pop Pocket oder was ist das? Dann ein Juicy und ein Juicy, ein Pearl, ein Schoko und ein Sprinkleberry. Wisst ihr, was richtig geil ist? Bei Aldi gibt es Spaghetti-Eis in der Waffel. Ich bin ja so ein großer Spaghetti-Eis-Fan und das ist richtig lecker. Okay, dann an die Arbeit. Spaghetti-Eis in der Waffel für die Leute, die sagen, ey, bei mir, die Eisdealer, die schon zu. Rüber zu Aldi. Ist leider kein Placement, aber hey, Aldi, falls ihr das hören solltet, ich lasse mich auch bezahlen, um das Eis zu essen. Ist kein Thema, können wir machen. Ja. Gib mir. Der alte Sparfuchs, der baut hier wieder was zusammen. So, nochmal hier die Spitze poliert, wie man so schön sagt. Ja, wir machen alles. Die will ich auf Maximum, die Waffe, die ist echt gut. Erwischt einmal drüber und sie ist verbessert. Ja, nice. Der Mann, der weiß, wie es geht, ne? Das war's. Die hier ist auch sehr, sehr nützlich. Das hier auf jeden Fall. Die Animationen sind einfach so geil, ne? Bisschen Kleber drauf. Bisschen Uhu. Ist immer noch total blutig. So eingesaut, der Boy. Und dann merkt man auch, wie schnell die Teile weggehen. Oh, jetzt hier schön. Bisschen Leder drum. Ja, das nehmen wir auch noch mit. Auch wie die Waffe sich halt schön optisch verändert. Das ist geil, das ist einfach geil. Und damit wir schön in die Massen rein spritzeln können. Na, eins geht noch. Oh, was hat er jetzt ran? Oh! Ja, sehr schön. Er nimmt sich doch richtig schön Zeit, ne? Er sagt so, ey, es muss richtig gemacht werden. Richtig ist wichtig. So. Das Baby ist auf jeden Fall jetzt auf dem neuesten Stand. Das hält erstmal. Wir haben auch noch eine ganze Menge vor uns, nicht wahr, Henry? Was mit den Hunden da hinten? Ignorieren wir oder wie oder was? Oder was oder wie? Voll, voll, voll. Kann ich irgendwas basteln? Ich bin randvoll mit Zeug. Pillen wären edel. Der Mann hat so viel Krempel. Ey, Kleiner. Na toll. Musst du mich hier blockieren? Dachboden geht's auch noch. Auf der Ebene befindet sich gar näher. Doch, hier ist was.
Kara, du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffnet niemanden außer mir die Tür. Spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setze deine Größe zu deinem Vorteil ein. Bis bald, Dad. Ah ja. Munition, die wir nicht benötigen. Und hier drüben ist... Oh, das Beste überhaupt. Klebeband. Das einzig Wahre. Jetzt fällt da ein Klicker raus. Scheiße. Bist du okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Ich helfe dir da hoch. Aber motz mich hier nicht so an. Pass auf. Ich bin total versaut, nämlich mit Blut. Und was ist da? Und Ellie? Was gefunden? Und bitte. Dankeschön. Boah, Nahkampfwaffen verbessert. Modifikation hält 2 Treffer länger. Yes. Gut gemacht, Mädchen. Sehr, sehr gut gemacht. Wo finde ich denn die Lektüre? Hier. Hm. Nahkampftechnik und Selbstverteidigung. Kapitel 6b. Verbesserte Haltbarkeit von Klingenwerkzeugen. Gebrauchstechniken. Die Lebensdauer eines Klingenwerkzeugs wird nicht nur durch dessen inhärtende Haltbarkeit, sondern zum gleichen Teil auch von den Fähigkeiten des Benutzers bestimmt. Im Allgemeinen sollte das Werkzeug an der weichesten Stelle des Ziels angesetzt werden. Zum Beispiel sollte eine Spitzhacke auf den Boden neben einem Felsen gerichtet und zum Heraushebeln des Felsens verwendet werden und nicht auf den Felsen selbst. Schwingen Sie die Klinge in einer gleichmäßigen Ebene. Wenn Sie das Ziel schräg treffen, wird die Klinge geschwächt. Wenn die Klinge festsitzt, üben Sie allmählich Druck in einem Winkel aus, der parallel zur Schnittebene verläuft. Seitlicher Druck kann die Gelenke schwächen oder die Klinge brechen lassen. Das sind alles wichtige Informationen, die man braucht, wenn man in einer Zeit wie dieser hier überleben möchte. Straw Dogs. Oh, ich habe gedacht, ich sehe jetzt hier noch einen Hundefight. Na, die habe ich täglich in meinem eigenen Haus. Wenn die Hunde wieder einen Knochen haben wollen. Da gibt es immer Dogfights. Boah, 10 Pillen. Gönnung, maximale Gesundheit, hier ist sie. Illegale Dogfights habe ich regelmäßig. Klassisches Ein-Spielzeug-Zwei-Hunde-Prinzip. Dann auch 2 Jungs mit Eiern in der Hose. Eine offene Tür. Mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Suzanne und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Suzanne aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben, aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu gutem fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben. Für sie. Oh, Ish lebt also noch. Ist da unten nicht gestorben, der Boy? Ish und auch Suzanne bevölkern die Welt. Hm. Ein Safe. Warte mal. Kann man das drehen? Nee. Keine Notiz.
Ein Comic. Alright. Ellie, ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Cool, das lese ich später. Buch 2, Botenteilchen. Der erste Test von Danielas Nullpunkt-Sprungantrieb war erfolgreich. Doch der Kontakt zum Testpiloten brach sofort ab. 48 Stunden später kehrte er verwandelt und mit einer Botschaft zurück. Wir sind die Reisenden. So begann die Botschaft. Das war Buch 2. Ist nicht chronologisch, wo du die Sachen hier findest. Alles ein bisschen gemixt und weird. 8, 21, 36. Helly, guck mal hier. 8. Was ist das? 21, 36. Oh yes, okay. Das war nicht schlecht. Hey Sam, vorsichtig. Ja, okay, ich zuerst. Oh. Verdammt, du bist Bullseye. Nur werfen? Ja. Wasch. Ein Naturtalent. Glück. Nein, was nicht. Eines Glück. Ha! Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Und nochmal. Fuck! Furchtbar. Okay. Unentschieden. Nein. Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden. Ja, okay. Er hat dich fertig gemacht, sorry. Sorry! So, ach, hier geht's gar nicht weiter. Alright. Gut, dann... on the road again, ha? Huh? Wo rennen die jetzt hin? Müssen hier lang, oder nicht? On the road again. Having fun with travel pussies. On the road again. Waren wir hier schon drin? Ich glaube ja, ne? Yep. Erstmal schön gemoonwalked. So, weiter geht's. Ja, wir haben gelootet, wir haben getankt, wir haben ein wenig die Ruhe und Stille genossen, aber jetzt geht's wieder in die Action. Jetzt wird geklickt, klick, dünnt. Oh Mist! Deckung! Scheiß Scharfschütze! Wo ist das hergekommen? Irgendwo da hinten. So gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Er ist oben auf der Veranda. Hey, du geilst aber gar nicht mit deiner Muni, ne? Vielleicht war das die denkbar falsche Seite. Ah, er ist da oben drin. So weit, so gut. Okay, es sind Hunter. Ah, ich hab ja hier Pillen gesnackt. What? Halt doch dein Maul! Au! Alter, woher kamst du denn plötzlich? Woher kam der dann? Oh, shit.
Au! Gott verdammt. Ihr geht mir gerade ganz schön auf die Nerven. Na los, greift seine Flanke an! Schnell. Okay, wo lungern die überall rum? Das ist clever. Auf Entdeckung, ich gehe. Ja, ich passe auf. Ah, Mist. Oh. Goddammit. Du bist tot, Arschloch. Wo ist der andere? Nicht Friends? Verlieren! Ah, Dreck! Geht mir ganz schön auf die Nerven. Hab mich halt direkt gesehen. Ich will darüber. Mehr oder? Okay, durchatmen. Was habt ihr hier zu suchen? Alright. Bitte sag mir, dass hier irgendwo noch ein Schokoriegel ist. Waren das schon alle? Nur noch der Scharfschütze da hinten. Der zielt aber ganz genau hier, ne? Der weiß, dass wir hier drin sind. Hat Angst. Hier ist ja gar kein Loot. Hier ist ja gar nichts. Haben die Hunter hier alles leer geplündert. Oh, damit kann ich leben. Okay, das war's erstmal hier. The show must go on. Ich kann hier unten durch, hä? Huh? Okay, sexy. Nüsse. Delicious nuts. Delicious Lappen. Oh, Mist! What the? Uff. Ich dachte, hier wäre alles cool. So, ich geh da unten durch. Wow, 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 Teile. Es sind immer drei, ne? Immer drei Teile findet man. Oh ne, sogar mehr diesmal. Oh, nice. Nochmal Teile. Fünf, glaube ich, waren das jetzt. Okay. Easy.
Kommen welche noch von hinten? Ist er da drüben? Er ist weg! Drei Mann, mindestens drei Mann. Ich könnte. Na, wo bleiben die denn? Okay, hier kommt keiner mehr, oder was? Schwach, Alter. Schwach, Alter. Und gute Nacht. Der müsste hier drin sein, ne? Wie Joel alles alleine macht und die da hinten einfach chillen. Wo denn? Der? Tja, verdammt, ne? Heute ist nicht dein Tag, Kumpel. Heute ist nicht dein Tag. Psst. Psst. Ruhig jetzt, ganz ruhig. Ganz vorsichtig, alles easy. Genau, und das ist doch noch ein bisschen mehr Party, als ich dachte. Ist er da? Er ist nicht hier drüben. Wo ist er denn? So, du kleiner Hobo, hä? Karriere ist vorbei. So, Friends, wie es weitergeht in der nächsten Folge, bewerten, kommentieren, Gewinnspiel und tschüss!